Hallo, liebe Sportzwerge. Jetzt geht's wieder los mit einer Begrüßungsrakete und stark mit Danilo. Wir fassen an den Zehenspitzen an und kommen so weit runter, dann sagen wir, jetzt geht es los. Jetzt geht es los. Und dann kommen wir mit nach drin. Wir machen unsere Arme stark und üben Liegestütze auf den Boden. Dann legen wir uns einmal hin. Mit dem Bauch auf dem Boden, aber der Kopf, der darf nicht den Boden berühren. Das Kinn nicht so weit runter. Wenn wir die Arme nach vorne kriegen, muss der Kopf ganz hoch. Wenn wir die Arme nach hinten kriegen, darf der Kopf nicht auf den Boden. Wenn wir die Hände neben unsere Schultern drücken, dann sind wir so stark und spannen unsere Muskeln an. Wir drücken uns hoch bis auf die Knie. Und wer hinten schon auf den Zehenspitzen stehen kann, der hat schon fast einen ganzen Liegestütz geschafft. Wir legen uns wieder hin auf den Bauch und ruhen uns aus. Aber der Kopf darf nicht auf den Boden. Die Muskeln müssen wir nochmal anspannen. Und dann drücken wir uns hoch. So stark. Auf den Knien und auf den Zehenspitzen. So stark. Einmal noch legen wir uns hin auf den Boden. Wir können uns ausruhen, aber nicht mit dem Kinn auf den Boden. Die Muskeln noch einmal anspannen und hochdrücken. So geht das. Und wieder runter. Und lang. Und lang. Und lang. Und lang. Und lang. Hoch. Geschafft. Wir haben uns schon mit den Schwämmen beschäftigt. Die sind auch schöne Schlittschuhe. Auf dem Boden können wir einen großen bauen. Wenn wir die Wand putzen wollen oder einen Stuhl putzen wollen, nehmen wir uns einen Schwamm links und einen Schwamm rechts und machen den ganzen Stuhl sauber. Da wird Mama sich bestimmt freuen. Von oben nach unten, immer gleichzeitig. Aber wenn wir auf der Stuhlfläche einen Kreis machen, dürfen wir hier oben nur hoch und runter machen. Und hoch und runter. Und dann wird das getauscht. Der blaue, der geht nur hoch und runter. Und der gelbe macht einen großen Kreis. Und so können wir üben, dass der Stuhl möglichst schnell immer sauber wird. Fertig und sauber ist der Stuhl. Wir haben draußen ein bisschen mehr Platz, aber wenn wir keinen Platz haben, dann können wir auch auf der Stelle laufen und mit den Armen vor und zurück schwingen. Das geht doch ein bisschen schneller. Und dann strecken wir die Arme aus und schwingen sie immer wechselseitig. Einer geht vor und einer geht zurück. Und der hintere geht ganz weit zurück. Und der vordere geht ganz hoch. Und wenn wir es mit beiden Armen machen, dann nehmen wir den Schwung nach hinten, nach vorne, Schwung nach hinten und wieder nach vorne. Und wer das ganz schnell macht, der hat schon ein bisschen Frühsport geschafft. Und der Arm geht nach vorne, die Stopphand zeigt nach vorne. Wir biegen unsere Finger nach hinten, aber den Arm müssen wir ausstrecken, der darf nicht kürzer werden. Dann zählen wir bis 5, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann müssen wir die Hände erstmal ausschütteln. Wenn wir ganz tief Luft holen, dann nehmen wir die Arme ganz weit nach oben, den Kopf auch, dann holen wir ganz tief Luft. Und wenn wir alle Luft wieder auspusten, machen wir die Arme ganz weit nach vorne, ganz tief Luft holen. Und alles auspusten, so doll wie wir können. Wir brauchen noch Muskeln in den Fingern und in den Händen. Dann machen wir die Hände zusammen und machen den Mönch nach. Der Mönch, der betet und macht seine Augen zu und sagt Om. Wenn der fertig ist mit Beten, braucht er wieder Muskeln. Der nimmt die Ellbogen ganz hoch und drückt die Hände zusammen. Dann zählt er bis 5, so doll wie wir können. 1, 2, 3, 4, 5. So, dass es ein bisschen zittert. Das ist nicht schlimm. Aber was wir zusammengedrückt haben, wollen wir wieder auseinanderziehen. Und dann greifen wir mit unseren Händen so ineinander. Die Finger verhaken sich und wir ziehen die auseinander. Dann zählen wir wieder bis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und so schnell gehen die Hände auseinander.
Da kriegt man ordentlich Muskeln in den Händen und in den Fingern. Wir machen unsere Finger stark und machen unsere Hände stark. Da haben wir ein tolles Spielzeug. Das Tuch wollen wir hochwerfen und wieder auffangen. Und zwar fangen wir es einmal mit dem Daumen und Zeigefinger, mit dem Daumen und dem Mittelfinger, mit dem Daumen und dem Ringfinger und mit dem Daumen und dem kleinen Finger. Wir müssen es viermal fangen. Wenn wir es ganz klein machen, dann fliegt es am besten. Einmal hochwerfen und einmal gefangen mit Daumen und Zeigefinger. Wieder ganz klein machen, hochwerfen und mit dem Daumen und dem Mittelfinger. Gefangen, wieder ganz klein machen, hochwerfen mit dem Daumen und Ringfinger gefangen. Dann wieder ganz klein machen, das letzte Mal mit dem Daumen und dem kleinen Finger müssen wir es auffangen, das ist schwer. Einmal hochwerfen und gefangen. Dann gibt es noch die andere Variante mit zwei Scherenfingern. Die Schere macht Schnipp, Schnapp. Und so müssen wir das Tuch auffangen. Wenn es ganz klein ist, fliegt es am höchsten. So hoch. Schnipp macht die Schere und fängt ihn auf. Die großen Kinder können es nochmal probieren mit einem Finger. Aber das ist das Schwerste. Wir machen jetzt noch eine Abschussrakete, liebe Kinder. Die Zeit ist schon wieder vorbei von der Sportstunde. Mit dem Tuch machen wir jetzt die Abschussrakete. Wir haben es auf der Schulter und es darf nicht runterfallen. Das heißt, ich darf meinen Rücken nicht krumm machen und mich nicht zu weit nach vorne lehnen. Dann machen wir die Abschussrakete, indem wir die Knie gehen und sagen, auf bis auf den Boden wie der Sehen. Und das Tuch fällt nicht runter. Auf der anderen Seite geht es auch. Hier ist es oben drauf und es bleibt immer liegen. Ich sage, auf wie der Sehen. Tschüss.